Mercedes-Benz und Kabe. Im Jahr 2020 auf dem Caravan-Salon die 2021er Modelle von Kabe. Diesmal ein Kastenwagen, nenne ich es jetzt mal so. Das ist so, wie die Leute sagen. Es gibt andere Hersteller, die haben dem mittlerweile schon einen neuen Namen gegeben. Ob sich das durchsetzen wird, also die meisten würden sagen, das ist ein Kastenwagen, aber das ist mehr als ein Kastenwagen. Das ist ein Hammer, das Teil. Es ist wunderschön. Wunderschön. Und hier ist der Peter. Grüß dich, Peter. Hi, grüß dich, Sven. Ja, du bist aus den Niederlanden und du arbeitest für Kabe und du hast zu mir gesagt, wir beide müssen Kabe bekannter machen, richtig? Das ist ganz richtig, ja. Wir sind noch in Deutschland zu unbekannt. Ja, wir sind auf dem Caravan-Salon unter besonderen Bedingungen. Wir dürfen drehen ohne Maske, wir müssen Abstand halten, so ist das. Aber nur für die Dreharbeiten, ansonsten ist hier Maskenpflicht. Das ist ganz wichtig. Und ihr seid sehr zufrieden mit Mercedes-Benz, oder? Sehr zufrieden, die Zusammenarbeit läuft sehr gut. So, wir gehen mal gerade einen Schritt zurück, dann schauen wir das mal von der Seite. Ihr habt interessante Fenster eingebaut, ja. Hochkantfenster, die kenne ich nur von den USA. Ja, das sind auch ganz gute Fenster, weil die dichten auch sehr gut ab. Und das Fahrzeug ist gebaut für das ganze Jahr. Und die Fenster, das ist natürlich eine kalte Brücke und damit müssen wir rechnen. Also höchste Qualität von Dometic. Ja, Dometic baut mittlerweile Fenster, die nicht mehr außen fürchterlich aussehen, sondern die rahmenbündig oder fast rahmenbündig abgeschlossen werden können. Glasfenster sind, glaube ich, nicht mehr zulässig, oder? Nein, sind nicht zulässig, auch zu schwer. Das ist so, weil viele wünschen sich ja Glasfenster. Das geht nur noch in bestimmten Bereichen. Man kann sie austauschen, aber ich glaube, wenn du so ein Fahrzeug zulässt, das geht gar nicht mehr. Das geht gar nicht. Wir haben eine Type-Genehmigung und mit diesen Fenster funktioniert das sehr, sehr gut. Das Fahrzeug ist gebaut wegen dieser Fenster auch. Und mit Glas geht es leider nicht. Das wird zu schwer und wir haben die technischen Möglichkeiten nicht. Sehr schön. Ja, wir schauen gleich mal rein. Die Länge von dem Fahrzeug? Von dem hier ungefähr? 7 Meter. 7 Meter. Das ist schon 1 Meter länger, als die meisten wollen, ja. Aber das kommt dem Platz gleich zugute. Kabe, ja. Dass es ultra hoch ist. Also wir haben das Fahrzeug von Mercedes, den Sprinter, extra hoch, weil auch hier haben wir zu tun mit einem Fahrzeug von Kabe. Das heißt, die beste Heizung, die beste Isolierung, die beste Ventilation. Und weil wir die Heizung haben mit Fußbodenheizung, serienmäßig. Ja, Fußbodenheizung, Kastenwagen. Ja, Kastenwagen. Und wir haben, ganz ehrlich, haben wir lange gesagt, wir bauen keine Kastenwagen bei Kabe, weil wir im Moment nicht die Möglichkeit haben wegen dieser Isolierung. Und wir brauchen die Isolierung. Bei Kabe ist es immer Heizung, Ventilierung und Isolation. Und wir haben es geschafft. Wir haben mit dieser Mercedes-Benz, welche dann extra hoch ist, haben wir diese Doppelboden mit Fußbodenheizung von Alde. Und dann haben wir die beste Heizung, die möglich ist. Stark. Ein Kastenwagen mit Fußwagen. Also viele machen das elektrisch. Also ja. Das ist nicht vergleichbar. Das ist nicht vergleichbar. Hier merkst du auch, wenn du hier ein Camping machst, das ist wirklich Komfort. Warme Füße, kühles Kopf und so soll es sein. Ja, was total toll ist, man kann von hinten nach vorne komplett durchschauen. Das heißt, ihr habt, wenn ich das Fahrzeug mal im Alltag nutze, ich kann auch was laden, aber ich kann mich auch wirklich schön bewegen in dem Auto. So ist es, ja. So, ihr habt natürlich hier auch einige Konkurrenten. Ich sag nur California XXL und Co. Kabe ist anders. Also andere, das ist Liga. Andere Liga. Also auch California ist ein sehr schönes Auto, ist auch gut. Aber hier haben wir zu tun mit einem Van, Kabe-Van, welcher gebaut ist auch mit extremen Temperaturen. Also alle Fahrzeuge bei Kabe sind gebaut für minus 48 bis zum plus 50 Grad. Nochmal minus 48? 48 Grad, ja. Okay. Wir haben eine eigene Kaltekammer, wo wir alle Fahrzeuge immer so prüfen mit extremen Temperaturen. Hier vorne sieht man schön, wie das Bett organisiert ist. Ja. Ihr habt euch wirklich viele Gedanken gemacht, wie man den Raum nicht kaputt macht, oder? Genau. Das heißt, wenn ich Skifahren gehe, ich muss mich bewegen drin, ich muss mich umziehen können. Genau, ich will es dir einfach mal zeigen. Das ja. ist, das Mach mal bitte. Noch besser. Hier habe ich einen Knopf. Und mit diesem Knopf kann ich das Teil herunterklappen. Ich habe eine Gasdruckfeder hier. Ja, ein ganz großer Gasdruckfeder. Warte mal, ich gehe mal kurz raus nochmal.
Bitte? Also ich bereite diese Seite auch mal vor. Ach so, es bleibt einfach stehen jetzt, das Bett. Das bleibt auch so stehen. Ja? Fällt nicht runter. Ich habe hier die extra Unterstützung, welche wir brauchen. Dann nehme ich das Bett hier elektrisch unter. Das ist ja krass. Das gefällt dir, gell? Ja, aber unsere Kunden wollen es auch. Die Kunden wollen es auch, sagt er. Ist stark. Das heißt, eine Sache von 1-2 Minuten, dann ist das Bett ohne Aufwand. Wie lange es dauert. Also wir sind jetzt fertig. Und das Schöne ist, ich kann alle Auflagen liegen lassen, richtig? Ja. Ready. Und wenn ich auch nur die eine Hälfte habe, dann kann ich mich sogar noch bewegen in dem Auto, richtig? Und das Hochklappen, das geht sehr schnell. Mach mal bitte. Du siehst, wie schnell das geht. Ja, ruckzuck. Und es bleibt dort. Bleibt hier. Wenn ich jetzt losfahre, ich muss noch was verriegeln dann? Oder langt das mit dem Knopf? Nein, das reicht. Das reicht. Warte mal. Ich komme mal hoch. So, das heißt, ich könnte mich jetzt hier hinsetzen. Habe jetzt schon mal ein Bett. Wenn ich alleine fahre, kann ich das hier hochgeklappt lassen. Richtig? Wenn ich richtig? Will. Richtig. Stark ist auch hier das Design der Möbel. Das ist sehr, sehr schlicht, damit der Raum nicht unterbrochen wird, oder? So ist es, ja. Alles in Harmonie gebaut. Diese zwei Gasfäden auf beide Seiten. Vollkorpusmöbel, das heißt, man sieht das Blech nicht. Nee. Das ist das Minimum, oder? Ja, genau. So, hier vorne. Du siehst hier diese Teppich, das findest du auch an der. Ich zeige das mal gerade. Das kennt man aus den großen Wohnmobilen. Übrigens, wenn Sie irgendwas flackern sehen, das flackert hier gar nichts. Das ist meine Kamera so ein bisschen. Die synchronisiert mit dem LED-Licht. Also es ist absolut flackerfrei. Hier vorne so kleine Details. Ihr habt die gleichen Schalter drin wie in den großen. Ja. Auch dimmbar. Ich kann es mal ausmachen, anmachen und dann festhalten. Festhalten und dann ist es dimmbar. Wenn du ins Bett gehst, hast du auch so eine vernünftige Funktion, wobei du sagst, okay, jetzt alle Beleuchtung aus und dann soll das funktionieren. So, jetzt ist die Tür ist ja jetzt im Moment auf. Ja. Wenn die Patricia mal gerade rausgeht, wenn du mal die Tür mal zumachst, du musst vorher den Gaskasten mal reinziehen. Ich will mal sehen, wie das Raumgefühl ist, wenn die Tür mal zu ist. Denn ich sag mal, jetzt bin ich offen, jetzt könnte ich am See stehen und könnte dann, ich sag mal, den Füchsen gute Nacht sagen, aber man will es ja auch mal zu haben. Und die Patricia kommt mal gleich und macht mal zu. Denn das Besondere ist dieser spezielle 3D-Stoff, den ihr gemacht habt hin. Das heißt, ja. Ihr habt das bedruckt und habt die Türen damit versehen. Es wirkt dann ganz anders, oder? Das ist, das sieht optisch natürlich ganz anders aus, aber es ist auch die Isolation, die natürlich seine Wirkung hat. Mhm. Weil auch das sind natürlich die Kältebrücke, wobei wir rechnen müssen, wenn wir unsere Kabelreisemobile bauen. Okay, das heißt, minus 48 Grad. Wo ist sie hin, die Patricia? Ich guck mal gerade. Patricia? Ich mach mal die Tür. Ja, so, sei mal so lieb. Lass mal sehen. Vielleicht hat sie alle anderen Türen jetzt zu. Geht ruckzuck. Krass. Man hört nichts mehr. Gut, jetzt sind noch ein, zwei Fenster sind noch offen. Und ja, das ist dann, wenn ich hier jetzt liege, im Kastenwagen hier, Mercedes-Benz, natürlich eine ganz tolle Haptik, die da ist. Peter. Hi. Hi. Da bin ich wieder. Da bist du wieder. Ja, jetzt kann man mal sehen. Das heißt, wenn wir natürlich draußen mal minus 20 Grad haben, jetzt ist ja, ich sag mal, der Winter ist ja nicht mehr so stark in Deutschland in letzter Zeit. Vielleicht kommt es ja nochmal, aber in Skandinavien ist das so, oder? In Skandinavien ist es ganz normal immer noch, dass man minus 30 Grad hat im Winter. Alles weiß, alles ganz hell, gell? Alles hell. Das ist natürlich hier ein Kabel, der nicht so breit ist wie die anderen
Reisemobile. Und dann wollten wir nicht das dunkle Holzfarbe benutzen, aber schön weiß. Dann von der Optik her siehst du auch das, dann hast du das Raumgefühl. Peter, wenn du mal gerade so lieb bist, das Bett nochmal runter machst, weil es sieht ja so ein bisschen zerstört aus, wenn es hoch ist, wegen der Optik. Du drückst auf den Knopf, fährst es runter. Und das war's. Das war's. So, und dann habe ich jetzt hier diese Liegewiese in 0, nichts gemacht. Cool. Die Auflagen, das heißt, die sind dabei? Die sind dabei, ja, dabei. Serienmäßig. Schön. Ja, der Nassbereich, auch der ist natürlich kabel-like. Diese Fahrzeuge sind alle dafür gedacht, dass wenn ich nasse Klamotten habe, dass ich die trocknen kann. Gibt es auch hier eine Trockenkammer? Hier haben wir natürlich ganz viele Schranken, die alle beheizt sind. Wir haben nicht so eine richtig große Trockenkleiderschrank, weil wir einfach die technische Möglichkeit nicht haben. Aber wir haben alles daran gemacht, um die Kleidung auch zu trocknen mit der Heizung. Ja, ihr habt natürlich den Kühlschrank, den man von beiden Seiten öffnen kann. Wenn du mal so lieb bist, mir das mal zeigst, also einmal vom Wohnraum aus. Das ist gerade, wenn man keinen Platz hat, besonders wichtig. Ich kann da nicht drumherum gehen, so einfach. Und kann jetzt hier von der anderen Seite einfach auch vom Bett kannst du noch etwas öffnen. Trinken. Nee. Der Kleiderschrank machen wir auf, bitte, hier an der Seite. Mit Beleuchtung auch. Du kannst auch diese Regale kannst du wegnehmen und dann hast du einen schmalen Kleiderschrank. Hier oben findest du noch einen schönen Schrank. Und alles ist ausgenutzt. Und du siehst hier auch so eine kleine Sache, aber wichtige Sache. Das ist so eine Verstärkung von der Tür. Also die wird auch nicht krumm ziehen. Und das ist kein Leichtbau. Ne? Okay, damit sie auch nicht klappert, damit sich nicht verzieht. Nicht verzieht, genau das. Stark. Also das Licht geht immer automatisch an, habe ich gesehen, wenn du aufmachst. Ja. Ja, was Schönes, ich zeige mal gerade eine Kleinigkeit. Hier ist so ein kleiner Rollverschluss drin. Das heißt, ich kann hier zumachen, das Ganze sehr leicht. Ja, und zum Duschen. Und ich habe eine Tür, gell? Ja. Ah, es gibt ein Raumbad. Ja, genau. Umklappen und dann hast du eine Duschkabine. Okay, das heißt, ich kann umklappen. Das habe ich jetzt bei einigen anderen schon gesehen. Wenn ich mal kurz reinstellst, dass ich mal sehe, wie groß du ungefähr bist. Da. Ich bin 1,75. 1,75, aber da hätte auch 1,90 kein problemlos kein Platz. Problem. Schön gemacht. Und was ganz wichtig ist, ich habe einen Lautsprecher in der Dusche. Das heißt, du kannst dann. Das sieht aus wie ein Lautsprecher, ist aber nicht. Das ist, Abluft. Das ist aber nicht. Das ist die Abluft, das ist eine Ventilation, die dann das Kondenswasser, die Feuchtigkeit auch wegnehmen kann. Aber schön gemacht in Weiß. So, geh mal nach vorne bitte. Dann zeigen wir mal jetzt mal den Wohnraum. Denn wir haben ja hier sehr kompakte Maße. Wir haben die Außenmaße eines Kastenwagens in XXL-Höhe, richtig? Das stimmt, ja. Drehen geht vorne? Drehen geht. Ich wollte das mal zeigen. Wir sind im Messebetrieb, muss man sagen. Jeder kann sich das einrichten. Ja, das M-Bux ist hier uns auch eingebaut von Mercedes-Benz. Boah, der ist schon schön. Wenn ich hier oben gucke, das mit dem Schwarz. Und ihr habt das ganz große Dometic-Display mit drin. So, einen Ticken nach vorrücken. Ich glaube, das macht man einmal, wenn man steht am Ort. Jetzt mit der Kamera geht es natürlich. Mit der Kamera ist immer der Vogel-Effekt, oder? Ja, genau. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, das Radio mal ganz leise machst wegen der Musik. Dankeschön. Ja, vorne habt ihr das große Display, das habt ihr selber entwickelt mit Dometic. Das heißt, ihr habt die gleiche Technik wie in den ganz großen. Genau. Fußbodenheizung das gleiche? Fußbodenheizung, du siehst hier diese Deckenlampe, welche auch dimmbar ist. Beleuchtung kann man hier an- und ausmachen. Heizung ist drin, Wasserpumpe, Klimaanlage. Klimaanlage? Klimaanlage. Standklimaanlage. Klimaanlage ist nicht serienmäßig, aber ist auch zu bedienen über dieses Bedienpanel. Okay. Die wäre dann auf dem Dach oder ist das eine Stauklimaanlage? Auf dem Dach, ja. Auf dem Dach drauf. So, hier wäre dann, was mir auch gut gefällt, sind die Sitze. Die habt ihr selber designt? Die haben wir zusammen mit unseren Lieferanten entwickelt. Und die Sitzung kannst du auch auseinanderziehen. Zeig mal bitte. Das habe ich gesehen bei Weinsberg, witzigerweise. Die haben das in Reisemobilen auch entwickelt. Aber hier kann ich mir aus dem Weg gehen. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Kinder habe zum Beispiel, dann ziehe ich. Mach das fertig. Lass dir Zeit.
Dann wahrscheinlich ist es der Hebel, man muss drauf sitzen. Ganz unten, ein Stückchen weiter unten, ich sehe ihn schon. Ne, weiter unten, noch ein bisschen unten. Da, könnte es sein? Genau. Das heißt, ich kann auseinandergehen, das ist ein gutes Stück, wo ich auseinandergehen kann und habe dann viel mehr Platz. Genau. Es ist natürlich ein Fahrzeug, was kein 2,35 Meter breit ist, aber jetzt haben wir eine ganz effiziente Lösung. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man kann sogar die Sitze anwinkeln, das heißt, die sind nicht ganz gerade. Normalerweise ist ja im Wohnmobil, also im Kastenwagen, sind die Sitze immer so komplett gerade. Wie ist das Feeling jetzt bei dir? Super Komfort, ne? Das ist wirklich toll. Schwarze Verkleidung. Also wir sind hier in einem Reisemobil, was bis minus 48 Grad getestet ist. Ja, in unserer kalten Kammer. Und bis plus 50. Das heißt, die Isolierung, die kommt auch zugute, wenn ich heiße Zonen belebe. Das heißt also, das, was isoliert, kühlend ist, ist auch isoliert für die Wärme. Genau, du hast die Vorteile im Sommer auch. Hier vorne das Leder, das habt ihr schön gemacht. Das ist so ein bisschen wie im Flugzeugcockpit, oder? Ja, genau. Und das Fenster ist so groß, dass die Beifahrer, die zur Fahrtrichtung sitzen, auch ordentlich rausgucken können. Das ist ja auch immer so ein Thema. Die meisten sehen ja nichts in den Wohnmobilen. Und auch stufenlos. Stufenlos. Ja. So, oben drauf der Himmel. Ja, auch die Anbindung von dem Fahrerhaus hier oben drauf. Peter, mach mir einen Gefallen, stell dich noch mal bitte hin. Ich will noch mal gerade, dass die Leute mal sehen. Du bist 1,75? Ja. Und das Fahrzeug ist bestimmt für Leute bis 2 Meter Höhe, richtig? Ja, das stimmt. 1,96 hier steht. 1,96 ist die Stehhöhe. Hier vorne ein kleines Detail. Patricia, ja? Mach mal auf bitte. Denn dann zeigen wir mal, es gibt ein Fliegengitter mit drin, richtig? Ja, das ziehen wir hier auf. Also man kann schon sagen, das ist ein Fahrzeug für Individualisten, die etwas haben möchten, was nicht jeder hat. Etwas ganz Exklusives, richtig? Etwas ganz Exklusives und mit die beste Heizung und Isolierung, Fußbodenheizung. Man hat wirklich aller Komfort. Allrad ist ja möglich, richtig? Allrad ist möglich. Aufpreis, aber möglich. Okay. Ihr könnt ihn auch ein bisschen schick machen, ein bisschen höher legen, ein bisschen mehr so Offroad-mäßig. Ganz viel ist möglich. Ja, das heißt, ihr könnt das, wenn jemand wir sagt? Wir können eigentlich alle Zubehörmöglichkeiten von Mercedes bieten wir auch an. So, habe ich den Tisch mit drin. Da unten, wenn du da mal aufmachst, was ist da? Okay, das kann ich einklappen, das kenne ich schon. Ja, das kannst du aufklappen. Hier hast du jede Schubladen. Und das Müllsystem. Genau. Schön. Ich werde dir mal auch da außen zeigen, wie das ist mit dieser Isolation. Ja. Das kann ich nicht zeigen, das kann ich einfach mal hören lassen. Ja, bitte. Soll ich machen? Nein, wir gehen raus, gell? Ja. Okay, ist gut. So, ich zeige ganz kurz nochmal das Cockpit, dass die Leute das noch gesehen haben. Hier vorne ist es und so ein kleines Detail, mitten im Fahrerhaus habe ich eine Leselampe mit drin, damit, wenn ich den Sitz gedreht habe, natürlich auch schön lesen kann. Und natürlich das neue M-Book-System ist drin. Das ist schön. Und die Fußbodenheizung im Fahrerhausbereich. Die haben wir schon gesehen. Ich zeige es nochmal kurz von der Seite, dass man das sieht. Das Schöne ist, ihr habt das Einsteigen sehr leicht gemacht. Ihr habt viele kleine Treppen, die breit sind. Genau, vier Treppchen, ja. Ich glaube, das ist unglaublich. Wenn du mal kurz hochgehst bitte, Patricia. Mhm. Viermal, genau. Das heißt, wenn ich auch nicht mehr so gut zu Fuß bin, dann komme ich rein. Komfort in jedem Sinne. So, zeig mal, was willst du mir zeigen? Die Isolation. Ja. Die ist bei Carbon natürlich ganz, ganz wichtig. Du kannst eine schöne Heizung haben, aber wenn die Isolation nicht da ist, dann haben wir immer noch ein Fahrzeug, was nicht für extreme Temperaturen auch gebaut ist. Und ich kann es eigentlich nur zeigen, um mal so zu machen. Du hörst, wie stark das ist. Nochmal bitte. Und hier auch auf diese Seitenwand. Und dann im Fahrerhaus, nur zum Vergleich, weil im Fahrerhaus dürfen wir nicht ändern wegen dieser Crash-Zones. Und wenn ich das dann hier mache, dann hörst du den Unterschied. Mhm. Das hier oder, und das bedeutet, dass alles von diesem Kastenwagen, diesem Van, hat diese Isolierung und das sind ganz kleine Partikel, welche auch verklebt sind. Und das macht die
gute Isolation. Ich glaube, die Spezialisten im Innenausbau, also aus dem Offroad-Bereich, ja, die an die Wüsten fahren, die kennen das Material, das dann aufgeklebt wird, was zur Entrönung auch dient. Das heißt, das ist wahrscheinlich mehrschichtig. Ich kenne nur Armaflex und diese ganzen Materialien. Das heißt, ihr habt euch sehr viel Mühe gegeben, oder? Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und wir haben eine Ecoprim-Isolation. Und das kennen wir auch bei unseren anderen Reisemobilen und auch Wohnwagen. Sehr schön. Ja, ich zeige es mal gerade nochmal hier, so kleine Details, wie schön alles verarbeitet ist. Da unten ist so ein kleiner Griff dran. Was hat der für eine Funktion, der da? Ah, du hast hier die Möglichkeit, um den Tisch von innen hier draußen anzubringen. Und dann hast du ein schönes Teil draußen mit aller Komfort. So, Kabe TM Van 690 LB, Längsbetten wahrscheinlich, ja. LB. Und jede Menge Ausstattung und hier habe ich einen Preis von 108.183 Euro und das Fahrzeug ist 4,1 Tonnen schwer und man kriegt den bereits ab 99.500 Euro und das Schöne ist, großer Motor mit drin, ihr habt an nichts gespart, die Anhängerkupplung ist schon dabei, die große Markise ist mit dabei und man hat einen Kabe, das bedeutet, ich habe für die nächsten 10, 15 Jahre... Hast du ein ganz schönes... gutes Fahrzeug. Und wenn man das mal verkauft, habe ich mir sagen lassen, da stehen die Leute Schlange. Das heißt, die Händler nehmen die auch mit Kusshand. Gut, jetzt im Moment ja sowieso. Ja. Ist ja, Reisemobile sind ja extrem gefragt, aber das nenne ich ja mal eine Anhängerkupplung, oder? Genau. Okay, das heißt, hier kann ich ein Boot ziehen, hier kann ich... In diesem Zustand kannst du, hat er einen Anhängerlast von 2000 Kilo. Wenn wir eine andere Kombination machen, dann ist auch sogar 3200 Kilo möglich. So, ich zeig mal gerade, die Anhängerkupplung ist natürlich von Rockinger. Das ist stark. So, und da könnte ich Fahrräder zum Beispiel drauf machen. Die kann ich wegklappen. Da könnte ich noch einen Kasten drauf machen, hinten einen Transportkasten. Das wäre auch möglich. Auch möglich. Und das ist die Optik von hinten, die man dann sieht. Travel Master von Kabe. Von Kabe. Du bist stolz? Ich bin sehr stolz. Ich bin glücklich. Und guck mal, wie viele Interessenten wir haben für nicht nur dieses Reisemobil, aber bei Kabe ist hier voll. Das läuft. Ja, und ihr seid ja groß geworden, das zeige ich vielleicht noch zum Abschluss. Ihr habt einen riesengroßen Bereich für das Thema Wohnwagen. Und hier sieht man übrigens auch das Schlusslicht, hier so oder so ähnlich. Ihr habt ein drittes Schlusslicht mit Kabe drauf. Ist das zulässig? Darf man das? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, natürlich, ja. Und das ist übrigens nicht ganz so orange, wie es jetzt hier auf der Kamera ist. Es ist knallrot und es ist Kabe. Und wenn man dann bremst, dann sieht man hinten Kabe, ein kleines Design. Stück. Ja, die Kollegen, die waren schon bei euch am Stand, haben sich alles mal angeschaut, die Wettbewerber so ein bisschen? Ja, das sehen wir auch. Jede Messe sind unsere Kollegen in unserer Branche sind auch auf der Kabe-Stand. Die gucken die Neuheit bei Kabe an, weil wir so viele vernünftige Lösungen haben. Mhm. Sehr schön. Ich habe heute viel gelernt, lieber Peter. Peter van Flanderen. Flanderen. Genau. Du bist aus den Niederlanden. Ja, sehr, sehr gerne. Und wir beenden dieses Video. Ja, 22, 23 Minuten für ein schönes Fahrzeug für den Kabe 2021er auf Basis Mercedes-Benz Sprinter. Dankeschön für das Interview. Gerne. Ciao. Danke.